Heute mache ich eine Schweinezunge im Dutchofen. Die Zutaten: der Hauptdarsteller, die Schweinezunge, zwei Zwiebeln, Lauch. Später für die Soße brauche ich Tafelmeerrettich, Gemüsepaste, Liter Wasser, Pimentkörner, zwei Nelken, zwei Lorbeerblätter. So, werde ich mal anfangen. Mal sehen, ob es klappt im Dutchofen. Draußen ist es sehr windig. Mal schauen. Schweinezunge in den Topf. Lauch und die Zwiebel. Zwei Lorbeerblätter. Nelken. Das Piment. Zwei Teelöffel Gemüsepaste im Thermomix hergestellt. So, jetzt kommt der Deckel drauf, damit das erst mal zum Kochen kommt. Wenn man nicht in der Zwischenzeit der Sturm den Seitenbrenner auspustet. So, das ist der Stand nach ca. einer halben Stunde. Na, es köchelt schön vor sich hin. So muss das sein. Mal noch ein bisschen Wasser auffüllen. Dann sehen wir weiter. Wird bestimmt ein Gaumenschmaus. So, die Zunge ist jetzt seit anderthalb Stunden im Topf. Jetzt werde ich mal versuchen, mal testen, ob sie schon gar ist. Ne. Das dauert schon noch ein bisschen. Deckel wieder drauf. In der halben Stunde versuche ich es noch einmal. So, jetzt werde ich noch mal das testen, ob die Zunge jetzt weich ist. Nein. Also warten wir noch ca. 30 Minuten. So, es sind jetzt 2,5 Stunden vergangen und die Zunge ist jetzt gar. Nehme ich sie heraus, lasse ich sie etwas abkühlen. Denn hier ist noch eine Haut, die muss noch entfernt werden. Jetzt werde ich die Soße noch etwas abbinden.
muss feststellen, das macht sich etwas bescheiden. Ganz zum Schluss kommt noch etwas Tafelmeerrettich, ein Teelöffel mit in die Soße. Dann kann ich in wenigen Minuten endlich essen. Das mit der Schweinezunge hat sich doch so circa 2,5 Stunden hingezogen, bis sie gar war. Schneide ich die Zunge an, Mittelschnitt. Kartoffeln. Ganz frisch aus dem Thermomix. Und die Meerrettichsoße. Und jetzt werde ich es mal schmecken lassen. Ja, gut hat es mir geschmeckt. Und vom Morgen ist auch noch was da. Das war's dann für heute. Tschüss, bis zum nächsten Video. Mal gucken, was ich mache. Thermomix, Grill, Dutch Oven. Mal schauen.